Hallo liebe Freunde, hier ist Armin Staudt mit einem Photoshop-Tutorial. Heute wollen wir uns mal wieder um die Farbverwaltung kümmern. Das ist ein ganz, ganz wichtiges Thema. Stellt euch das wie einen Kuchen vor. Das ist ein riesiger Kuchen, der wahnsinnig wichtig ist. Auf dem steht quasi Photoshop drauf, aber der ist echt hart. Für den braucht man richtig gute Zähne, sonst beißt man sich da die Zähne dran aus. Wir wollen uns heute aber nur ein kleines Tortenstück daraus schneiden und uns das mal angucken, weil alles auf einmal, das schafft man ja sowieso nicht, weil das viel zu kompliziert ist. Ich habe ja schon einige Videos über dieses Thema gemacht, also zum Beispiel mal über einen kompletten Workflow von der Kamera, wegen Camera Raw habe ich jetzt Camera gesagt, also von der Kamera über Lightroom zum Beispiel, über den Camera Raw Filter zu Photoshop, wie man da die Farbprofile einstellt, was man für Arbeitsfarbräume hat etc. pp. Solche Geschichten habe ich schon gemacht oder halt auch in den Playlists über die Voreinstellungen. Natürlich die Voreinstellung, die uns heute auch noch beschäftigen wird, nämlich die Farbeinstellung. So, was man jetzt wissen muss, ist, um mein Video zu verstehen, dass ich einen Arbeitsfarbraum habe für RGB und der nennt sich Adobe RGB. Warum soll man Farben verschenken, wenn man mit denen arbeiten kann? Also, weil viele Leute arbeiten mit sRGB, was auch völlig okay ist. Solange ihr euch nur im Web bewegt, ist das in Ordnung. Aber für die Arbeit in Photoshop ist es eigentlich besser, Adobe RGB zu nehmen. Da, ich meine, wenn ihr mit RAWs zum Beispiel arbeitet, ist das kein Problem. Dort kann man dieses Farbprofil einstellen und das wird dann dort auch abgedeckt. Und Photoshop kann das auch abdecken. Vielleicht kann es euer Bildschirm nicht abdecken, aber das spielt keine Rolle. Ich habe hier auch so einen super teuren, selbstkalibrierenden ISO-Bildschirm stehen. Den habe ich aber auch in der Regel auf sRGB stehen und nicht auf Adobe RGB. Wenn ich zum Beispiel einen Film aufnehme wie diesen hier und meinen Bildschirm auf Adobe RGB einstelle, dann sieht das so aus, als würde ich kurz vor dem Herzinfarkt stehen. Also ich habe dann eine so rote Birne. Ja, die Farben sind so verfälscht. Und ihr seht, wie kompliziert das Thema ist. Weil wenn meine Kamera solche Bilder hier aufnimmt, dann macht sie das in sRGB. Okay? Also, trotzdem stelle ich hier Adobe RGB ein als meinen Arbeitsfarbraum, weil ich das einfach besser finde. Das hat sich einfach in den letzten 15 Jahren oder so, wo ich das mache, hat sich das einfach bewährt. Egal. Aber das hier ist ein Dokument, das ist nicht in Adobe RGB angelegt, weil das hier ist jetzt eine Ansicht von der Maschine, die ich für euch gebaut habe, die eventuell irgendwann mal in den Shop kommt. Und da habe ich gedacht, wenn die meisten Leute sRGB verwenden, dann lege ich die doch auch in sRGB an. Und da habe ich ein paar Problemchen bei gehabt und die kann ich euch heute mal zeigen. So, was wir jetzt mal machen ist, ich markiere mal mit meinem Verschieben-Tool einfach dieses Bild hier und jetzt wollen wir das mal in ein neues Dokument rüberbringen und das ist nämlich einfach ein neues leeres Dokument, das ich angelegt habe und das wird dann standardmäßig in meinem Arbeitsfarbraum angelegt, nämlich Adobe RGB. So, was jeder kennt das, jeder hat das schon erlebt. Was passiert jetzt, wenn ich das Bild darüber ziehe? Ich ziehe das jetzt mal nicht mit der Maus rüber, weil nämlich dann die Transparenz von der Vorschau überdeckt dann den Text, den ich euch gleich vorlesen will. Deswegen mache ich das jetzt mal mit einer Methode, die heißt Ebene duplizieren. Das ist identisch, das ist kein Unterschied, ob ich das mit der Maus rüberziehe oder ob ich das so mache. Und hier ist einfach nur ein Arbeitsschritt mehr. Hier muss ich nämlich jetzt unbenannt 1 auswählen und schon bevor sich die Ansicht ändert zu dem neuen leeren Dokument, bekomme ich diesen Dialog. Der Inhalt, den du gerade einfügst, wurde aus einem Dokument kopiert, das ein anderes Farbprofil verwendet. Sehen wir hier unten, da steht sRGB, das andere haben wir uns eben angeguckt und das können wir uns auch hier angucken, das ist Adobe RGB. Also meine Quelle, das ist sRGB, da komme ich her und mein Ziel, das ist Adobe RGB, da will ich hin. So, und jetzt habe ich zwei Möglichkeiten. Konvertieren, Farbaussehen erhalten, in Klammern, oder nicht konvertieren, Farbwerte erhalten. So, was nimmt man denn da jetzt? Was ist denn richtig? Fragezeichen. Richtig oder falsch kann es ja im Grunde eigentlich nicht geben, weil wenn mir Adobe, also Photoshop, diese beiden Möglichkeiten bietet, dann muss ja jede dieser Möglichkeiten einen Grund haben, oder? Jetzt ist das nur so, dass, und zu diesen Leuten zähle ich auch, dass man das jetzt schon seit zig Jahren sieht und auch verwendet und sich für eine Möglichkeit entschieden hat. Aber was passiert denn da eigentlich wirklich, wenn ich mich für eine Möglichkeit entscheide? Und das ist ein Geheimnis, das ich jetzt versuche ein bisschen zu lüften. Jetzt hänge ich mich aber weit aus dem Fenster, weil ich mir nicht zu 100% sicher bin, ob das alles richtig ist, was ich euch erzähle, weil wie gesagt, das ein sehr kompliziertes Thema ist. So, wenn ich jetzt, sagen wir mal, mich dafür entscheide, das zu konvertieren. Das hört sich ja schon mal blöd an, oder? Konvertieren hört sich so an, als würde ich das Bild verändern. Und das steht ja auch in Klammern dahinter.
Nee, das steht nicht dahinter. Das steht genau das Gegenteil dahinter. Also ich konvertiere das, aber ich erhalte das Farbaussehen. Und das müsste es doch eigentlich sein, oder? Ich möchte ja nicht, dass die Farben sich von meinem Bild verändern. Das zweite ist nicht konvertieren. Farbwerte erhalten. Das heißt, wenn ich mein Bild nicht konvertiere, dann bleibt es so, wie es war. Aber das ist doch auch richtig, oder nicht? Fragezeichen. Also das ist jetzt eine reine, wie soll ich das sagen? Dazu müsste man dann Germanistik studiert haben oder sowas. Ja, hier geht es um Semantik. Das heißt, das ist einfach nur eine Interpretation der Wörter, die da stehen. Das heißt aber nicht, dass jetzt bei Adobe da ein Dichter gesessen hat, der sich da echt Gedanken drüber gemacht hat, was er da reinschreibt. Ja, sondern für die, das sind eben Techniker, Mathematiker und so, Programmierer, die schreiben das halt so rein, wie sie es verstehen. Aber das muss nicht so sein, dass wir das auch so verstehen. Wenn ich jetzt auf OK klicke und dann hier rüber gehe, dann was sehe ich denn jetzt? Ich meine, ich habe ja gar keinen Vergleich, oder? Wie soll ich denn jetzt beurteilen, ob dieses Bild okay aussieht oder nicht? In Grenzfällen, also wenn ihr irgendwelche Bilder habt mit, was weiß ich, monochromen Flächen, wo Verläufe drin sind, bla bla bla, so ein Zeug, kann es natürlich sein, dass ihr, weil ihr 5 Millionen Tage an diesem Bild gearbeitet habt, sofort den Unterschied seht oder so. Aber normalerweise seht ihr da nichts. Das ist kein Unterschied. Wir können es ja nochmal machen. Ich nehme jetzt nochmal dieses Bild hier und dupliziere das dann nochmal rüber. Nicht neu, unbenannt. So, dupliziere das darüber und jetzt wähle ich einfach mal die andere Option. Und jetzt schauen wir mal, ob es da einen Unterschied gibt. Also links, das ist Farbwerte erhalten und rechts ist Farbaussehen erhalten sozusagen. Und man sieht tatsächlich einen Unterschied. Also ich sehe jetzt einen Unterschied hier auf meinem Bildschirm. Die Frage ist, wenn mein Film von meiner Schnittsoftware konvertiert und exportiert wurde zu YouTube und YouTube das dann nochmal konvertiert in SD und in HD und in irgendwelche Farbprofile, die YouTube da entwickelt hat, woher soll ich wissen, ob man das bei YouTube jetzt sehen kann? Und das ist irgendwie, links ist roter. Also links ist roter. Ja, das sieht man deutlich, aber ich habe keine Ahnung, ob man das auf YouTube sehen kann. Was ist denn jetzt richtig? Ich würde sagen, rechts ist richtig. Also konvertieren ist richtig. Kommt mir richtiger vor als das hier, wenn wir jetzt nochmal ins Original zurückgehen. Und das ist irgendwie müßig. Natürlich kann ich jetzt die Ansicht des Bildschirms so machen, dass man das nebeneinander sieht und so. Das ist irgendwie Blödsinn. Wir machen das jetzt einfach mal ganz anders. Und zwar werden wir diesen Dialog simulieren. Das geht nämlich. Ich kann nämlich jetzt dieses Dokument umwandeln. Das solltet ihr eigentlich auch kennen. Und das kennt ihr auch aus vielen Tutorials. Und da sagt jeder, der so ein Tutorial macht, und ich zähle mich zu diesen Leuten dazu, wenn ihr euer Dokument konvertiert in ein anderes Farbprofil, dann nehmt ihr immer in Profil umwandeln und nicht Profil zuweisen. Und das ist genau der Dialog, den wir eben hatten. In Profil umwandeln ist die Option Nummer 1. Jetzt hätte ich mir mal einen Screenshot machen sollen, oder? Pass mal auf, ich mache das jetzt nochmal. Wir gucken uns das nochmal an, damit wir das auch alle echt im Kopf haben. Was ist denn das jetzt? Ist blöd. Ebene duplizieren. Hier rein. So. Das ist Nummer 1. Konvertieren, Farbaussehen erhalten. Das ist in Profil umwandeln. Und nicht konvertieren, Farbwerte erhalten. Das ist Profil zuweisen. So, und deswegen können wir das nämlich jetzt simulieren. Jetzt werden wir erstmal in Profil umwandeln. Dann kriegen wir diesen Dialog. Und dann kann ich sagen, okay, Adobe RGB. So, das ist sogar hier schon, ich weiß jetzt nicht, warum das da ausgewählt wurde. Vielleicht hat Photoshop einfach mitgedacht. Weil wir ja in sRGB sind, gehen wir jetzt einfach in Adobe RGB. Okay? Und zwar lassen wir den Rest so, wie er hier steht. Sagen okay, und dann kriegt man immer so eine Meldung, dass Photoshop will am liebsten immer alle Ebenen rastern. Das wollen wir aber nicht, weil sonst ist ja unser Dokument kaputt. Jetzt habt ihr kurz hier so eine kurze Farbveränderung gesehen. Und jetzt ist es wieder so, wie es im Grunde vorher war, oder? Ist das jetzt wirklich so, wie es vorher war? Weil an dem Bild kann ich jetzt keinen Unterschied sehen. Wir machen das jetzt mal so, dass ich jetzt hier im Protokoll einen Schritt zurückgehe. Ich mache das mal mit der Maus und jetzt achten wir einfach mal zum Beispiel auf die roten Berge hier oben. Wir achten mal links oben auf die roten Berge, sich da was tut. Ich gehe jetzt immer hin und her zwischen diesen beiden Protokollschritten
und es tut sich nichts. So. Und jetzt haben wir aber eine wunderbare Gelegenheit. Wir haben nämlich hier Farbcharts drin. Und in diesem Farbchart sind nicht irgendwelche Farben drin. Da sind ganz definierte Farben drin, wo ich sogar die Werte im Kopf habe. Das heißt, wenn sich an diesen Werten etwas verändert haben sollte, sehe ich das sofort. Und das werden wir nämlich jetzt sehen. Ich werde jetzt mal dieses rote Farbfeld hier markieren. Das geht aber nur, wenn ich mal das Schloss hier wegmache. So, also ich werde mal das rote Farbfeld hier markieren und dann Doppelklick drauf machen. Und dann sehen wir, oh, da ist ja was passiert. Das ist aber nicht gut. Hier steht nämlich nicht 0, 100, 100, wie das sein sollte, sondern hier steht jetzt 0, 186. Und das ist hier eine ziemlich deutliche Veränderung. Das ist jetzt nicht 1 oder 2 oder sowas, sondern das ist zu 100 fehlen da jetzt immerhin 14%. Und das ist eine ganze Menge. Das heißt, dass die Bilder zwar jetzt gleich aussehen, aber die Farbwerte stimmen nicht mehr. Ja? Und das ist eine Sache, die kann man eigentlich nicht verstehen. Okay, wir gucken uns nochmal zur Sicherheit nochmal was anderes an. Dann gucken wir uns nochmal Cyan an. Cyan ist 180.00. Doppelklick. Und jetzt ist das 180.44.100. So, das heißt, hier hat er die Sättigung runtergenommen. Und bei dem Rot, was hat er da gemacht? Und bei dem Rot hat er die Helligkeit runtergenommen. Da ist noch nicht mal irgendeine Regelmäßigkeit drin oder sowas. Das ist also jetzt völlig beliebig. Ich habe das natürlich mal gemacht. Ich habe mir mal alle Farbfelder angeguckt und so, um da irgendeine Regelmäßigkeit festzustellen. Das ist aber nicht möglich. So, und jetzt wollen wir mal verstehen, was ist denn jetzt eigentlich der Unterschied zwischen Adobe RGB und sRGB? Das ist quasi der Sinn von dieser ganzen Geschichte. So, dann gehen wir mal in ein vorbereitetes Dokument. Da habe ich mir jetzt mal echt Mühe gegeben. Und das sieht so aus. Wir haben hier oben einen HSB-Verlauf, also mit den Prozenten, ne, was wir alle aus dem Farbwähler kennen hier. Also, das sind die Farbtöne. Ich mache die mal auf 100. Das sind die Farbtöne. Hier. Das ist eigentlich ein Kreis. Der fängt bei 0 an und hört bei 360 auf. Und 360 ist quasi wieder 0. Das ist also ein Kreis, so wie wir das hier im unteren Teil des Dokuments sehen. So ist das eigentlich korrekt, wenn man es als Kreis darstellen würde. Haben sie aber aufgeschnitten, weil man das einfach, zum Beispiel in so einer Darstellung hier, muss man das als Linie darstellen. Oder in Farbtonsättigung zum Beispiel oder so. Da haben wir das auch. So, und dann geht er hier einfach hoch mit den Prozentzahlen, guckt hier auf die, hier auf die Gradzahlen. Und dann gehen wir im Kreis mit Gradzahlen, gehen wir jetzt hoch. Wenn wir jetzt bei 120 sind, ist es zum Beispiel grün. Okay, das ist jetzt hier oben, das wäre das Grün. So sieht es aus. Okay, und hier unten ist sRGB. Und ihr seht, dass die Strecke kürzer ist als die Strecke oben. Das heißt aber nicht, dass ich das jetzt maßstabsgetreu hier gezeichnet habe oder sowas. Ich habe das einfach folgendermaßen gemacht. Ich habe gesagt, okay, wir haben 360 Grad, also nehme ich jetzt einen Balken, der ist einfach 3600 Pixel breit. Dann kann ich jetzt nämlich einfach besser ausrechnen, wo die Linien hin müssen, okay? Ich habe das natürlich mit der Align Machine gemacht, das heißt, ich musste eigentlich überhaupt nichts rechnen. So, und hier unten habe ich einfach eingenommen, der ist, glaube ich, 3000. So, und so komme ich zu Abständen hier oben zwischen zwei Linien. Die sind hier oben, glaube ich, 300 ja, Pixel und hier unten 250 Pixel. Und das soll jetzt einfach nur veranschaulichen, was passiert ist. Stellt euch mal einen Farbraum wie ein Gummiband vor oder einen Luftballon, weil ein Farbraum ist ja gar nicht linear, der ist ja dreidimensional. Okay, aber dann kann man sich das schon wieder nicht vorstellen. Also nehmen wir einfach mal ein Gummiband, zweidimensional. Ja, und jetzt Adobe RGB ist eben so lang. Also sagen wir mal, das ist jetzt 3600 Pixel lang, aber sRGB ist kürzer. Trotzdem hat sRGB nicht weniger Farben. Und das ist der Punkt, den man verstehen muss. Wir haben 256 Farben pro Farbkanal. Also das ist jetzt Rot mal 256 Grün mal 256 Blau. Und dann kommen dabei 16,7 Millionen Farben raus. Das kennt ja jeder, oder? Das hat jeder schon mal gehört. Also, wir haben 16,7 Millionen Farben zur Verfügung. Und die haben wir in jedem Profil zur Verfügung. Nur, dass die Profile unterschiedlich lange Gummibänder darstellen. Das heißt, wenn der Abstand zwischen dem ersten Farbton und dem zweiten Farbton von unseren 16,7 Millionen, der ist bei Adobe RGB größer als bei sRGB. Also, wenn ich an dem Gummiband ziehe, habe ich für die Farbtöne, die 16 Millionen Farbtöne, die jetzt hier auf dieser Strecke liegen,
habe ich mehr Platz. Das heißt, zwischen denen Abstufungen ist mehr Platz als in einem Farbraum, der kleiner ist. Und das ist der Grund dafür, dass Abrisse entstehen können, was echt selten der Fall ist. Aber es können Abrisse entstehen, wenn man extreme Sachen macht in Lightroom oder in Photoshop, weil nämlich dann das Programm, je nachdem, welchem Farbprofil ihr arbeitet, nicht mehr genug Stufen dort einbauen kann, um Farbabstufungen zu gestalten. Und dann macht das so harte Brüche und das nennen wir dann Bendings zum Beispiel. Das ist jetzt ein Problem, was man damit haben könnte. Das ist jetzt eigentlich der ganze Clou an der Sache. Wir haben bei Adobe RGB eine größere Strecke, auf der diese Abstufungen berechnet werden können. Und bei sRGB haben wir eine kleinere Strecke. Und das kann man jetzt hier sehr gut sehen. Und wenn man sich das zum Beispiel mal als Kreis anguckt, das, was schon ein bisschen realistischer ist, das Modell, wird es ja auch offensichtlich, oder? Dass jetzt außen Adobe RGB hat einen größeren Umfang als der kleinere Kreis von sRGB, der hat einen kleineren Umfang. Trotzdem gehen jetzt diese Gradzahlen, diese Linien, die gehen jetzt hier gerade durch. Im Unterschied zu dem oberen Modell, wo ich die Linien abknicken musste, damit die eben auf den richtigen Positionen sitzen. So, und jetzt gibt es eben zwei Möglichkeiten, wie man jetzt den einen Farbraum in den anderen umrechnen kann. Das heißt, wenn wir jetzt wie in diesem Beispiel von sRGB losgehen, gehen wir von einer kleineren Strecke aus. Und jetzt muss ja Photoshop entscheiden, zieht es jetzt gerade Linien? Also ziehe ich jetzt von der 120 zum Beispiel eine gerade Linie nach oben? Dann sitzt mein Grün ganz woanders. Oder passe ich das an? Also ich mache schräge Linien und passe das dann an. Also auf die Strecke. Und jetzt müsste ich mal ganz schwer logisch nachdenken, was unsere beiden Methoden sind. Also wenn ich die Farbe konvertiere, dann verändert sie sich. Das würde bedeuten, dass es eine gerade Linie ist. Also das wäre die Methode mit der geraden Linie, da würde jetzt 120 zum Beispiel hier liegen. Ja, wenn ich das jetzt gerade hochziehe, so, dann würde 120 hier liegen. Wenn ich aber die Farbwerte erhalte, dann würde 120 hier liegen. Und das haben wir uns noch gar nicht angeguckt. So, jetzt schauen wir uns das nochmal in dem Dokument an, weil die zweite Möglichkeit haben wir uns ja noch gar nicht angeschaut. Also die erste war jetzt hier in Profil umwandeln, das ist eigentlich die Sache, wenn man ganz normale Bilder von einem Farbraum in den anderen bringen will oder von einem Profil in das andere, das wäre korrekter, dann nimmt man in Profil umwandeln, weil dann sieht das Bild so aus, das sieht dann so aus wie in dem anderen Profil, aber die Farben sind andere, weil wir die Farben, wenn wir das Profil wechseln, verändern müssen, damit sie das gleiche Aussehen haben. Wenn wir die Farben aber erhalten, so wie sie vorher waren, mit ihren Werten, dann verändert sich die Farbe von dem Bild, aber die Werte sind korrekt, okay? Also wie soll man das erklären? Könnt ihr mir das mal in die Kommentare schreiben, wie man das besser erklären kann? Ich weiß es nicht. So, wir sind jetzt hier in Adobe RGB. Das heißt, ich muss jetzt hier nochmal im Protokoll zurückgehen. So, jetzt sind wir wieder bei sRGB. Muss mal eben gucken. Das Schloss hier muss ich wegmachen. So, jetzt gucken wir uns nochmal die Originalwerte an. 0, 100, 100. So, jetzt haben wir das umgewandelt und sind dann auf 0, 184 oder sowas gekommen. So, und jetzt machen wir Folgendes. Jetzt werden wir das mal mit Profil zuweisen machen. Und sagen, ich möchte das in Adobe RGB verwandeln. Aber eigentlich verwandle ich es gar nicht, sondern ich weise jetzt das Profil zu. Das wird einfach ausgetauscht, aber die numerischen Werte der Farben, die bleiben dieselben. Mache ich das jetzt mal? Wenn die numerischen Werte dieselben waren, und das habt ihr jetzt deutlich gesehen, dann verändern sich die Farben. Aber die Werte sind dieselben. Jetzt haben wir immer noch 0, 100, 100. Ich habe ein bisschen Probleme, das logisch zu erklären, dass man das versteht. Also am besten versteht man es, glaube ich, mit dieser Grafik hier. Also einmal verändern wir eine Farbe, das heißt, wir ziehen die Linie einfach nach oben. Und dann sitzt meine Farbe an einer anderen Stelle. Das wäre das Konvertieren, aber dafür sieht sie nachher auch gleich aus. Oder ich
mache hier so eine schräge Linie, damit das Verhältnis gewahrt bleibt. Also hier teile ich ja jetzt zum Beispiel diese Strecke von Adobe RGB, die teile ich jetzt in 12, ich glaube in 12, ja, die teile ich jetzt in 12 Teile. So. Und das ist eine bestimmte Strecke. Von 0 bis 60 ist eine Strecke, von 0 bis 30 ist eine Strecke, von 30 bis 60 ist eine Strecke und so weiter. Diese Strecke hier unten ist kleiner, aber im Verhältnis dieselbe. Das heißt, auch hier teile ich durch 12, mache ich 12 Abschnitte. Die sind aber eben einfach ein bisschen kürzer. Und das ist jetzt einmal, habe ich das Verhältnis übertragen und einmal habe ich die absolute Position übertragen. Und das ist eigentlich der Unterschied. So, und wenn ihr jetzt total verwirrt seid, und ich bin gerade auch ein bisschen verwirrt, dann macht ihr einfach folgende Regel. Wenn ihr ganz normal ein Bild wie das hier über die Zwischenablage zum Beispiel oder ihr öffnet es und es hat ein anderes Farbprofil als euer Arbeitsfarbraum, dann nehmt ihr einfach die erste Möglichkeit. Also ich dupliziere das Bild in ein Dokument, das ein anderes Farbprofil hat. Dann bekommen wir das hier. Ihr nehmt einfach das in der Regel zu. 98% nehmt ihr das. Wenn ihr aber Farbcharts habt, so wie ich hier oder so, wo es wichtig ist, dass die Farben genau dieselben numerischen Werte haben, dann nehmt ihr einfach die zweite Möglichkeit. Das wäre jetzt der Unterschied. Ich hoffe, dass ich mit dieser Grafik das erreicht habe, was ich wollte, dass man nämlich diese beiden Verfahren ein bisschen besser verstehen kann. So, wer sich dort richtig gut auskennt, der möge sich in den Kommentaren melden. Und wenn ich hier totalen Mist erzählt habe, möge er mir das melden und dann mache ich das Video einfach nochmal neu. Weil bei diesem Thema kann man einfach niemals auslernen. Ich glaube, es gibt nur eine Handvoll Leute auf der ganzen Welt, die wirklich alles über Farbverwaltung verstehen. Also ich glaube nicht, dass es viel mehr Leute gibt. Und zu denen zähle ich mich nicht. Ich bin so weit, dass ich damit arbeiten kann, aber ich würde mir jetzt nicht anmaßen, sagen wir mal, irgendwo hinzugehen und Leuten Bildschirme zu kalibrieren oder sowas. Okay, also für mich klappt das alles, aber ob ich das für andere hinkriegen würde, ist so eine Frage. So, dann wünsche ich euch mal mit den Fragezeichen über dem Kopf einen wunderschönen Tag, euer Armin Staudt.